Lebendig ignoriert. Sind in Schornwerke, alle werden umgespielt. Alles nur mit Horrorblatt. Großstadt, zum politischen Scherier. Großstadt, kommt der ganze Staat in den Einkaufstag. Tausend lange Klassen müssen vor dem Park. Ja, pass auf, wenn du also einen Film machen willst, der so entsprechen soll, wie immer im Fernsehen ist und wie eine Bildzeitung, ist ja eh beides das Gleiche, dann bist du bei mir sowieso falsch. Denn die zeigen nur Scheiße, die machen nur Mist, was die da bringen, das ist voll gelogen, das wird immer nur übertrieben alles. Wir sind nicht irgendwie mit 100 Punks, rennen da nicht immer irgendwie durch die Straßen und hauen da alte greise Ömerchen um oder so, das ist total nicht wahr. Also wenn du sowas vorhast, kannst du gleich wieder abhauen. Nee, lass uns doch mal darüber reden, wie du einen Film machen würdest. Ja, pass auf. Ja, dann würde ich einen richtig mit Handlung nehmen, wo auch richtig was dargestellt wird, wie man durch Konflikte zum Punk kommt. Ich kann dir ja so vielleicht eine kleine Szene erzählen irgendwie. Ja, eine richtige Handlung dann irgendwie, wenn so ein Typ zu Hause alleine sitzt, macht seine Schulaufgaben und er ist ein Punk, hört auch die Musik irgendwie und hat die ziemlich laut an. Der Vater kommt von der Arbeit wieder. Die Mutter ist einkaufen, der Vater kommt in das Zimmer reingestürmt. Ey, mach den Scheiß aus, was soll der Mist? Ich hab mal hoch jetzt hier den ganzen Tag, ich will meine Ruhe haben. Ja, der Sohn dreht durch und sagt, wie Vater, warum lässt du mich nicht mal machen, was ich will? Ist doch mein Zimmer hier, ich will doch auch mal meinen Spaß haben. Du kriegst den anderen immer nur im Arsch, du mal hochst jahrelang. Was hast du dann davon? Du kriegst immer nur ein bisschen Geld. Andere mal hochen überhaupt nicht. Und du bist nur am Malochen und verdienst gerade mal das hier überleben. Und ich bin dagegen. Ich will nicht so enden, dass ich nach 40 Jahren irgendwie malocht habe und dann ist alles aus und vorbei. Dann geht man in Rente und krepiert man da. Bei mir war das so, ich habe mir meine Jacke mit Farbe gekritzelt und geschmiert, Anarchie und Punkgruppen so drauf, ne? Ja, und dann mein Vater, ey, die Jacke kommt weg, so läuft mir nicht rum, verbrenne ich. Na, dann bin ich weggenommen, dann eine Zeit später habe ich mir einen Chirurgen schneiden lassen, komme nach Hause, morgens am Frühstückstisch eher gesagt, sagt mein Bruder, wie siehst du denn aus, wie ein Verbrecher, was willst du überhaupt hier noch? Ich wollte gerade essen, hat mir das Essen weggenommen, da habe ich meine Sachen genommen, abgehauen. Ein Kollege, Punk ist auch Punk, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich da gewohnt und so. Und, ja, und dann nach einer Zeit kam mein Vater wieder zurück zum Klaus, da wo ich gewohnt habe. Meiner zu mir, komm doch wieder zurück und so. Zu Hause ist doch echt besser. Meine ich erst, ne, meiner doch komm. Ja, und dann bin ich nach Hause, meine aber nur unter einer Bedingung, wenn du mit dir die Haare wieder richtig machst. Also, Chirurgen Schnitt weg, so sieht das jetzt aus. Stoff ist ich war vorher nur wegen der Modepunk, aber ansonsten habe ich gemerkt, dass dann doch was dahinter steckt war. Wie alt bist du? 14. Und wie lange bist du dabei? Ein Jahr. Was steckt dahinter, deiner Ansicht? Eine Revolution gegen die Bullengesellschaft. Das ist sowieso besoffen. Wieso, das ist ja nicht besoffen. Doch, das ist also, ich bin besoffen, aber ist mir noch egal. Wir fangen an jetzt hier, meine Damen und Herren.
weißt du, ist einer von den Gründen, wo ich Punk geworden bin, ne? War früher ja echt nur Langeweile und Frust. Ja. Ne? Weil irgendwie langweilig war. Kilde, stumpf. Ne? Ja, weißt du, ich kann mir einfach nicht reinziehen, weißt du, wie die Disco-Szene da, was ich, ne? So in der Diskotheken rumhängen. Obwohl ich früher selber mal so in der Disco drin war, ne? Ich weiß, wer da ist. Das ist öde und stumpf, weil der jeder seine eigenen Schuhe abzieht von den Leuten. Ja, der hat so der größte, der beste Tänzer, der breiteste, der größte Säufer ist. Ne? Ja. Und vor allem ganz am Anfang aber nur gemacht aus Langeweile und Frust. Aber jetzt mittlerweile, ne? Kriegen wir immer mehr Grund dazu, politischen vor allem. Wo liegen die politischen drin? Weißt du, das ist ganz einfach, ne? Wenn du SPD willst, ne? Hast du die gleiche Scheiße weiter. Die CDU ist genau das gleiche. Ne? Vielleicht da haben wir nämlich schon mal drüber geredet. Wir beide haben die gleiche Meinung in dem Punkt. Wenn die CDU wird nämlich noch härter für uns auf jeden Fall. Die kommen nämlich alle im Arbeitslager. Du hast gar nichts, ich sage aber eins, ja, mal ruhig. Ich habe auch, lass mich mal in Ruhe, wa? Ja. Der heißt ja mal, hier in Deutschland leben wir in der Demokratie. Wenn wir in der Demokratie leben würden, ja, dann könnten wir genauso gut die Kommunisten wählen. Demokratie doch heißt doch, du kannst wählen, was du willst, wenn du so siehst, oder nicht, ne? Kannst ja du die Kommunisten wählen? Ja, nicht die KPD, die DKP oder irgendwie. Oder, ne? Ja. Kannst du das nochmal in Solo machen? Ja. Seit 19 Uhr auf jedes Mädchen mit dem Aufstrich, Willi Wucher hat mich gefickt herum. Stimmt das, der Wucher? Ja. Es gibt überhaupt keine Punks mehr. Es sind alles nur Punkfans, die gehen zu Konzerten und so und ziehen uns so an und nehmen die Unannehmlichkeiten ein. Aber es gibt gar keine Punks mehr. Was ist denn für dich ein Punk? Ja, weiß ich nicht. So einer. Das war 1977, ne? 78 war der Punk schon tot, ne? Gerade am Anfang war es vielleicht noch gut, ne? Aber das ist jetzt reines Rumposen, ne? Das ist echt scheiße. Weißt du, ganz am Anfang, ne, die Punks in England, die haben das gemacht, weil sie echt politischen Grund haben, ne? Weil denen echt dreckiger geht wie hier, weißt du, so 2 Millionen Arbeitslose an Scheiß. Weil die echt nichts zu fressen haben. Aber jetzt wird es auch hier immer härter. Wir haben auch bald politischen Grund, so auf die Straße zu gehen. Lasst euch beerdigen!